Strunz. Bobic. Ich glaube, die Entscheidung war richtig von Schiedsrichter. Jakar aus der Türkei. Ja, kein Elfmeter. Lauter Grüne im Strafraum. Die ersten Minuten stehen unter dem Motto: 11 deutsche Fußballnationalspieler, genauer 10 Feldspieler, versuchen die Gewerkschaftsversammlung aller verfügbaren nordirischen Abwehrspieler zu stören. Vor solchen Situationen hat Berti Vogts gewarnt, wenn die Abwehrspieler mit nach vorne kommen. Vor allem Taggart mit der Nummer 3, von Kohler gedeckt, an der Strafraumgrenze. Der Freistoßspezialist Hughes, auch für Flankenbälle. Auf Daui oder Taggart, kommt er normalerweise. Taggart, da war er! Genau das eingetreten, was wir erwartet haben. Taggart kam zum Ball und dann Barry Hunter, der da versuchte, mit der Hand zum Ball zu gehen. Aber achten Sie auf die 3 in der Bildmitte, da löst er sich. Taggart, 5 Tore hat er gemacht in den Clubs. Esler. Schnelles Kombinationsspiel, sagte Berti Vogts. Müsst ihr praktizieren. Hessler! Mut zum Risiko, mit Applaus zurecht belohnt. Da schüttelte Tommy Wright. Haben Sie gesehen? Den linken Handschuh zog die linke Hand sofort weg vom Ball. Kein Wunder, vorgestern im Training. Kapsel nach langer Verletzungspause. Babbel. Hessler. Müller-Hessler. Hübsches Kreisläuferspiel. Tarnath hat die Ecke herausgeholt. Kohler mit vorn. Und Babbel. Nächster Eckball. Dieses Mal Hessler. Aber Babbel. Ich habe es erwähnt. Ein Tor vor etwa einem Jahr hier gegen Georgien in diesem Stadion gemacht. Vielleicht klappt es ja heute wieder. Fast etwas verschrieben. Strunz. Kräftiger Einsatz von Jürgen Klinsmann. Belohnt durch diesen Freistoß. Zuerst gegen Hunter, dann gegen Lennon. Jetzt wagt sich auch Tarnath mit nach vorne. Dessen Position zum Kopfball sicherlich der Freistoßschütze Thomas Hessler bestens kennt. Hier haben Sie ihn, rechten Bilder mit der 3. Hessler direkt, hat er clever gemacht. Auch Tommy Wright spekulierte natürlich auf den Freistoßflankenball. Immer wieder Tarnath.
ganz frech. Schießen kann er ja. Das konnte er schon früher in Duisburg. Alle deutschen Feldspieler in des Gegners Hälfte. Reuter. Strunz. Richtig gesehen von Schiedsrichter Chaka. Ließ nicht der Nordire Strunz auflaufen, sondern der hat geradezu den Körperkontakt gesucht, um einen Freistoß herauszuholen. Von einer Freistoßflanke abgesehen, die Nordiren noch kein einziges Mal gefährlich vor Andi Köpke aufgekreuzt. Das musste jetzt endlich mal kommen wegen Spielverzögerung. Gelbe Karte gegen Michael Hughes. War vorher schon mal bei Colin Hill, den Sie hier im Bild sehen, angebracht. Lomas. Strunz verunglückte Abwehr, Tor, da ist er zum ersten Mal vorne. Das darf hier nicht wahr sein, der Taggart. Ich hab's Ihnen gesagt, meine Damen und Herren. Wie viele Tore hat der, mit dem Berti Vogt sicherlich in der Aufstellung nicht gerechnet hat? Der Gary Taggart in der Meisterschaft, in der Nationalmannschaft als aufgerückter Abwehrspieler. Heute einer der beiden Manndecker, schon erzielt. Vorher gefährlich bei der einzigen Chance, bei dem Kopfball. Jetzt ein Geschenk von Strunz aufgelegt. Und Taggart mit links. Das völlig überraschende Führungstor für die Nordiren. Aber das ist die Taktik von Hamilton. Hinten verbarrikadieren, den Deutschen mit den vielen Abwehrspielern das Leben so schwer wie möglich machen. Und er sagte mir gestern noch, vielleicht haben wir dann Glück bei irgendeinem Konter. In dieser Szene hatten sie es. Hier ist er, monatelang verletzt, von vielen schon abgeschrieben, Gary Taggart von den Bolton Wanderers. Zweimal ist er nach vorne gegangen, ließ deutsche Stürmer Stürmer sein, einmal gefährlich per Kopf, das zweite Mal Torschütze. Allerdings, der Querschläger von Strunz, der hätte nicht kommen dürfen. Es ist wie immer gegen Nordirland ein wesentlich härteres Stück Arbeit, als viele das vorher vermutet hatten. Strunz. Möller. Möller, Tor! Ein sensationelles Tor von Andi Möller. Alle Stärken ausgespielt, die er hat. Seine Geschwindigkeit, schön angespielt. Lässt drei Nordiren stehen und dann diese Schussstärke. Und auch das ist wie immer, wenn der Möller nach Nürnberg kommt, schießt er ein Tor. So war es gegen Wales, so war es gegen Georgien. Und so ist es heute. Der war wichtig, der Ausgleichstreffer. Reif für die Galerie, Tor des Monats. Unhaltbar für Tommy Wright.
Jetzt hätten wir das deutsch-nordirische Standardergebnis der letzten Jahre 1:1. Grad als Ingenieur. Hinten ganz frei, Morrow, rechten Bildrand. Leiser. Turbo, Stefan. Hessler, endlich wäre ein bisschen Platz gewesen. Noch schneller müsste es gehen. Und Möller. Das wär's. Wenn der in der Spitze auftaucht, wird's gefährlich. Also bei schnellem Spiel durchaus die ansonsten so kopfballstarke Hintermannschaft der Nordiren verwundbar. Möller, Spiellaune scheint mehr und mehr zu wachsen bei ihm. Bobic, herrlich gespielt, Strunz. Endlich werden die Zauberstäbe ausgepackt. Hessler, Babel. Möllers gute Chance und hoffentlich jetzt auch ein guter Eckball von ihm. Nein, Hessler geht hinaus. Die wenigsten. Ed hat gut gekämpft, gut gespielt, verdienter Beifall für ihn und Stefan Passler kommt. Voilà. Klinsmann! Das darf doch nicht wahr sein. Da spielt der Billard kurz vor sieben, der Jürgen Klinsmann. Beide Pfosten getroffen mit einem einzigen Kopfball. Das musst du erstmal zustande bringen. Was für ein Pech. Die berühmte Aluminiumallergie des Goalgetters.